Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Und, oh Gott sei Dank, hab ich das da geschafft. Glitzerstrand-Galaxie. Probieren wir jetzt beide Level zu schaffen. Werde ich das schaffen? Ist das ein Level, wo man mit dem Yoshi, mit der komischen Dings da drüber rennen muss? Oh, Silbersterne. Silbersterne sind so scheiße. Aber die sind nicht so schlimm wie rote Münzen, weil die sind erstens viel schwerer zu finden. Und zweitens sind das nur 5 Silbersterne und da sind 8 rote Münzen, die man bei zum Beispiel Super Mario Sunshine einsammeln muss. Aber ich spiel's geil. So, was mach ich jetzt? Ich mach jetzt einen Mega Jump. Oh Mann, ich wollte so cool. Oh. Der Planet hier ist lustig. Ich finde, es gäbe echt so Planeten, da wäre voll geil. Würde ich auch mal gerne drin tauchen. Und dann fällst du raus und fliegst in den Himmel, ne? Wow, geil. Oh, stylisch. Sieht auch stylisch aus, ne? Ist voll so. Bam. Oh, geil! Die Bewohner von Pizzale Delfino. Oder wie die heißen. Oh, reden die auch so? Will ich mir kurz anhören, weil ich bin gerade voll Mario Sunshine-süchtig. Oh, geil. Jetzt fühle ich mich gerade, als würde ich das Spiel nur, dass der keine Düse auf dem Rücken hat. Oh, Yoshi! Ey. Ey. Yeah, Joshua! Was mach ich hier gerade für einen Ton? Ist ja gerade Bowser Junior gewesen? Ah, ne. Boah, ich fühle mich gerade echt voll hier wie bei Dings. Aha. Aua! Oh Yoshi, warum rennst du denn da rein? Bist du blöd oder was? Ja, nicht verkämpfen. Nein! Ah! Ich hab gedacht. Ah, okay. Musste ja passieren. Wie süß der schwimmt, ne? Du bist hässlich. Die sterben. Ui. Wow. Ja, genau. Kannst du mal bitte aufhören? Ja, ist gut. Ich will die. Total praktisch. Vor allem, wenn ich so schlau bin. Oh Mann. So, jetzt aber. Ui. Wow. Oh, ist die schöne Galaxie. So, ohne mega fette Bonzen-Gegner. Ich hab keinen Bock, in die Röhre zu gehen. Aber das ist ein Stern. Okay, das ist kein Stern. Jetzt kommt wieder so ein dummes Hey, sammelt 1000 Milliarden Münzen ein. Genau, leck mich am Arsch. Hab ich ja geschafft? Nö, ne? Oh, wahrscheinlich so eine Millisekunde nicht. Da hinten ist eine Dingsbummens. Ich renne jetzt einfach mal hier am Strand entlang. Oh, episch. Ich fand irgendwie die. Ist das, das hier ist doch die Glasstrand-Galaxie, oder? Wow. Weil da fand ich das so cool, ob man so am Rand durch das Glas gucken konnte und dann war da so halt. Ja, die Galaxie zu Ende. Das hat richtig geil ausgesehen. Aber das ist hierbei irgendwie nicht. Wow, Top Speed. Wow, ich stehe sehr knapp davor. Mal kurz gucken. Ah, da ist doch so ein Teil. Warum ist die Ansicht so scheiße? Oh, das hier ist behindert. Ah, cool, ich hab's geschafft. Oh, Yoshi, du kannst doch nicht einfach so schwimmen. Das ist doch voll nicht gesund für dich. Ja, da oben ist noch eine. Ich hab 3, ne? Und da oben und da hinten in dem komischen Haus ist noch eine. Jo, dann hab ich ja halt eigentlich, oder? Wie komm ich jetzt da hoch? Oh, Yoshi. Geh doch einfach da hoch. Oh, okay. Boah! Nein, Yoshi. Bleib stehen. Nein!
What the fuck? Nein! Oh! Oh. So nah an der Grenze vollkommen cool zu sein. Ja, ich kann die Beere da nicht essen. Und dann fail ich so rum, ey. Oh Mann. Das war fast voll cool. So, bitte weggehen, du komische Wolke. Die einen bei New Super Mario Bros. Immer voll nervt. Love. Ja, da oben ist ein Ding, aber wie komm ich da hin? Wahrscheinlich brauche ich dafür das. Ja, ich sehe, sein Kopf explodiert ja nicht, ne? Irgendwie schon. Okay. Ui, 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 ui. Wow, knapp. Oh, eine Beere. Ausnahmsweise nicht, was Yoshi komplett verändert und seine Gedärme aufsplitten lässt. Okay. Ich möchte die. Ja, was war das denn? Ich hab Blähungen gehabt. Wow, Mario verrenkt sich. Ich wusste eigentlich nicht, wie man sonst anders da hochkäme. Oh, mein armer Yoshi, ich rette dich. Nein. Oh, geil. Jetzt geh ich mit Yoshi den Stern holen. Wie süß. Miau. Wo ist denn der Stern? Ah, da. Bam. Voll reingekloppt, ey. Dillim. Ich mag Yoshi. Wo ich Mario Sunshine gespielt habe, habe ich den nie gekriegt. Da brauchen wir so und so viele Münzen, Sonnen für. Und habe ich eine Mission nicht hingekriegt. Kurz bevor man den bekommt, war das die Mission. Die habe ich nicht hingekriegt. Da war ich wohl traurig, weil ich wollte den unbedingt haben, weil der war so süß. Und da war das erste Mal, dass ich dann Yoshi 3D sehen konnte und spielen konnte. Und dann habe ich den nicht gekriegt. Und dann habe ich irgendwie, meine Mutter hat da so im Büro gearbeitet und dann war Internet noch so voll, Internet, ja, kann man nichts nachgucken und so. Dann hat meine Mutter immer so voll nachgeguckt, irgendwie, wie man den bekommt und alle möglichen Sachen ausprobiert. Und natürlich haben wir da nicht eingegeben, was für ein Spiel das ist. Dann kam da von allen Mario-Spielen, wie man den bekommt und ich habe gar nichts mehr gerafft. Und irgendwann habe ich das dann von selbst geschafft. Ja. Soll ich noch ein Level probieren? Ja, ich mach einfach, nee, oder? Ich weiß nicht. Ne, ich kotze mir jetzt erstmal Sternteil in die Fräse. Ja, bitte. Ich treffe jetzt das Einlagernschild. Okay, und los. Wow, 30 Stück. Das war immer richtig total toll und hat sich sau gelohnt, ne? Okay. Ja, deine Brille ist total vollkommen geil. Ich könnte ja noch gucken, was als nächstes da kommt. Also für weiterzukommen, brauche ich 40. Ich habe 36, super. Dann kriege ich da noch eins. Da kriege ich keins mehr. Da auch nicht. Da auch nicht. Ja, das ist ein geheimer Kackstern. Das ist 1200. So viel habe ich, glaube ich, gar nicht. Da, die habe ich alle. Da ist noch ein geheimer Stern. Da, die kann ich noch kriegen. Da habe ich alle. Da ist noch ein geheimer Stern. Ja, okay, das geht ja locker hin, ne? Glaube ich zumindest. Ah, da, die Singfluggalaxie. Boah, die mache ich jetzt noch. Jetzt vergesse ich die E. Die Singfluggalaxie, die ich mir total nicht kann. Außer das mit dem Schweren. Also wenn ich jetzt aber einmal abkack, dann bin ich aber richtig bockig, ja. Oh, ich bin krank. Deswegen kann ich auch nicht so viel aufnehmen. Oh, Mann. Oh, die sieht auch episch aus, die Insel. Auch wenn da irgendwie gar nichts gibt, außer das komische Podium. Tritt an. What the fuck? Ich hab schon wieder Black Screen. Ja, ich mach es. Das Gute ist, ihr habt nie Black Screen, nur ich. Aber... Hä? Egal, ich muss anscheinend gegen alle fliegen. Okay, das habe ich irgendwie noch gar nicht gemacht.
Ja, wow, jetzt kann ich wieder hier super geil abkacken. Hätte ich bestimmt hier noch mal gespielt. Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Oh mein Gott. Wow, fast nicht gestorben. Hallo, was bist du denn für ein Top-Speed-Adler-Teil-Zuki-Vogel? Komm schon. Mario, flieg mit deinem komischen pinken Vogel in den Sieg. In den Wasser. Und runter. Los. I believe I can fly. Boah, ich verrenke mich gerade hier so richtig eklig, ne? Jetzt sterb nicht. Gut, jetzt los. Und... Jau! Boah, geschafft. Geil. Das ging schnell. Ja, ich hab gewonnen, ich bin der Beste. Abgesehen davon, dass ich so einen Riesenvogel hab, was ja auch total überhaupt nicht unfair ist. Aber ihr seid kleiner, ihr könnt schneller fliegen wahrscheinlich. Aber ich bin fetter. Also ist das voll unfair insgesamt. Egal. Ich spring jetzt hier runter. Selbstmord. Okay, doch nicht. Weil, ist ja schon mal aufgefallen, dass der immer total unlogisch verrenkt, wenn er gegen den Stern rennt. Oh, wie süß die Vögel da, die Vögel. Die Vogel. Die sind wie mit dem Rennen in Super Mario Sunshine mit dem Bloopern. Das ist schwer. Aber das macht auch Spaß. Eigentlich macht alles Spaß. Ist alles schwer, aber das macht alles Spaß. Und da sind noch ein paar Level, die ich mal gerne schaffen möchte. Und so ein paar Geheimnisse, die ich noch, ja, schaffen möchte. Und ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt, weil ich es nicht geschafft habe. Oh, cool. Ja, der braucht extra so einen Baumstamm, wo der drüber fliegen kann, ne? Ja. Okay, das war's dann mit Super Mario Galaxy. Ich höre jetzt auf, aufzunehmen. Und das hat sich gerade doof angehört. Aber erst will ich das dann auch toll machen, okay? Ja, wo rollst du denn hin, ey? Wow. Das war ja toll. Tschüss.